Gespensterjäger in der Kroesel Burg. Cornelia Funke. Mit Zeichnungen der Autorin. Für Elmar und Gitta dies sind, von rechts nach links, Hedwig Kümmelsaft, Hugo M.U.G. und Tom Tamski. Man sieht es den dreien vielleicht nicht an, aber sie sind eins der besten Gespensterjäger-Teams der Welt. Hedwig Kümmelsaft blickt auf mehr als 50 Jahre Berufserfahrung auf diesem Gebiet zurück. Tom Tamski, ihr menschlicher Assistent, steht kurz vor dem ZGD, zweites Gespensterjäger-Diplom. Und Hugo M.U.G. nun, seine Hilfe ist natürlich von unschätzbarem Wert, da er als M.U.G., mittelmäßig unheimliches Gespenst, über weitreichende Insider-Kenntnisse verfügt. Aber genug der Vorrede. Auf den folgenden Seiten wird ein Abenteuer geschildert, das selbst diese drei unerschrockenen Gespensterjäger nur mit dem Mut der Verzweiflung bestehen konnten, denn Kümmelsaft und Co. haben es diesmal mit einem der scheußlichsten Vertreter der Gespensterwelt zu tun. Der Hilferuf eines Nachmittags im Februar schob sich folgende Nachricht aus dem Faxgerät von Hedwig Kümmelsaft, der berühmten Gespensterjägerin, hochverehrte Frau Kümmelsaft. Mein Name ist Theodor Wurm, und weder ich noch meine Frau sind sonderlich schreckhafte Menschen. Doch was uns in den letzten Tagen passiert ist, hat unsere Nerven und unsere Gesundheit ziemlich zerrüttet. Vor nunmehr einer Woche habe ich mit meiner Frau die Verwaltung von Burg Dusterberg, einem Besitztum der von Dusterbergs zu Krötenstein, übernommen. Bei unserer Anreise kamen uns Gerüchte zu Ohren, dass auf der Burg seit Jahren ein Geist sein Unwesen treibt. Unser Arbeitgeber hatte uns nichts dergleichen mitgeteilt, so dass wir dem Gerede zunächst keine Beachtung schenkten. Schließlich sind wir Menschen des 20. Jahrhunderts. Doch häufen sich in dieser Burg so rätselhafte und unheimliche Geschehnisse, dass wir langsam an unserem Verstand zweifeln. Von der BFBSB, Behörde für die Bekämpfung von Schloss- und Burggespenstern, wurde uns Kümmelsaft und Co. als eins der erfolgreichsten Gespensterjäger-Teams empfohlen. Bitte helfen Sie uns. Wir sind verzweifelt. Hochachtungsvoll und zutiefst verstört, Ihre Theodor und Amalie Wurm. Viele Informationen waren das nicht, aber die drei Gespensterjäger von Kümmelsaft und Co. waren das von ihren verängstigten Klienten gewohnt. Nach mehreren vergeblichen Versuchen, die Wurms telefonisch zu erreichen, machten die drei sich kurzerhand auf den Weg. Im Kofferraum ihrer Gespensterjäger-Grundausstattung, ein paar spezielle Dinge zur Bekämpfung historischer Gespenster sowie Tams nagelneuen Computer, mit dem sich die umfangreichen Datenbanken von FOG, Forschungsstelle für Gespensterbekämpfung, anzapfen ließen. Es war ein grauer, kalter Wintertag, und der Regen prasselte nur so auf den Asphalt, als Hedwig Kümmelsaft mit ihrem alten Kombi in den kleinen Ort Dusterstein fuhr. Also ich SCH, keine Burg, sagte Tom Tamski und quetschte seine Nase gegen die beschlagenen Autoscheiben. Nur eine Kirche, zwei Banken und ne Pombude. Auch kein Schild, hier geht's zur Burg, oder sowas. Nun gut, sagte Hedwig Kümmelsaft und fuhr an den Bordstein. Dann fragen wir eben. Hugo, versteck dich. Jojo, säuselte Hugo und verschwand unterm Rücksitz. Entschuldigung, Hedwig Kümmelsaft kurbelte die Scheibe herunter und lächelte einem Mann zu, der gerade mit seinem klitschnassen Dackel vorbeihastete. Wir suchen die Burg des Berans von Dusterstein. Der Mann trat vor Schreck fast auf seinen Dackel. Er schluckte, sah sich um, beugte sich zu Hedwig Kümmelsaft herunter und flüsterte, was wollen Sie denn da? Oh, ich habe beruflich dort zu tun, sagte Hedwig Kümmelsaft. Du liebe Güte, sind Sie lebensmüde, zischte der Mann. Drehen Sie um, und fahren Sie nach Hause, solange Sie noch Ihren Verstand beisammen haben. Vielen Dank für Ihren guten Rat, sagte Hedwig Kümmelsaft, aber um meinen Verstand machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich möchte nur den Weg wissen. Also, können Sie mir da helfen? Der Mann zuckte die Achseln und zeigte die Straße hinunter. Die erste rechts, die zweite links und danach immer nur geradeaus bis.
Er starrte mit offenem Mund an Hedwig Kümmelsaft vorbei. »Geradeaus bis?« fragte Hedwig Kümmelsaft. »Bis wo?« »Da«, hauchte der Mann und zeigte auf die weißen Finger, die Frau Kümmelsafts Hut ganz sanft in die Höhe hoben. Sein Dackel legte den Kopf zurück und heulte. »Das! Ach, das ist gar nichts!« Hedwig Kümmelsaft schlug Hugo ärgerlich auf die eisigen Schwabbelfinger. »Geradeaus bis wo?« Aber der Mann bekam keinen Ton heraus. Mit offenem Mund stand er da, während sein Hund ihm die Leine um die Beine wickelte. »Bis wo?« säuselte Hugo und blies dem armen Kerl seinen Moderatem ins Gesicht. »Los, sog schon, oder ihr soll euch durch ein Büschen kützeln, jo. Gerade aus Bibi bis zur Bushaltestelle, da dann den Feldweg rein«, stieß der Dackelbesitzer hervor. »Danke«, sagte Hedwig Kümmelsaft. Dann kurbelte sie hastig die Scheibe wieder hoch und gab Gas. Der arme Mann stand immer noch im Regen und starrte ihnen fassungslos nach. »Höhöhöh«, johlte Hugo und winkte ihm durchs Rückfenster zu. »Höhöhöh, guckt euch dön on.« »Ja, bist du denn vollkommen übergeschnappt?« fuhr Tom ihn an. »Kannst du dir deine dummen Gespensterwitze nicht mal verkneifen?« »Nebel«, sagte Hedwig Kümmelsaft. Mit quietschenden Reifen bog sie um die nächste Ecke. »Dieses MUG hat nichts als Nebel im Hirn. Erste rechts, zweite links. Tom, siehst du irgendwo diese Bushaltestelle?« »Und Tonkbohr«, schimpfte Hugo. »Ursoit wirklich un Tonkbohr.« »Ach, sei still, du nervst«, sagte Tom. »Ich hoffe nur, du benimmst dich auf der Burg nicht auch dauernd daneben.« »Da«, er wischte mit dem Ärmel über die beschlagene Windschutzscheibe. »Da vorn ist die Bushaltestelle und hier ist der Feldweg. Bei dem umgekippten Wegweiser.« Holpernd fuhr Hedwig Kümmelsaft den morastigen Weg entlang. Hugo schwabbelte auf dem Rücksitz herum wie ein schimmelgrüner Wackelpudding. »Mir wird übel«, stöhnte er. »Mir wird so übel.« »Geschieht dir ganz recht«, sagte Tom. Und dann sagte er, »Donnerwetter!« Vor ihnen lag Burg Dusterstein. Groß und grau hockte sie da, umgeben von schwarzen Wassergräben, in denen sich efeuberrankte Mauern spiegelten. »Donnerwetter«, sagte Tom nochmal. Schlingernd brachte Frau Kümmelsaft ihr Auto vor der Zugbrücke zum Stehen. Von den ekligen Steinfratzen, die überm Burgtor ihre Zähne bleckten, tropfte der Regen. »Gefüllt Mühe«, säuselte Hugo. »Doch, wirklich, so höher nöt. Nett ist nicht gerade das Wort, das mir dazu einfallen würde«, sagte Tom. Er fischte seinen Rucksack vom Rücksitz, zog sich die Kapuze über den Kopf und öffnete die Autotür. Regen peitschte ihm ins Gesicht, und der Wind zerrte an seiner Jacke. Tom legte den Kopf in den Nacken und sah hinauf zu den Burgtürmen. Wie Lanzen bohrten sich ihre eisernen bewehrten Spitzen in den Himmel. Sehr eindrucksvoll, nicht wahr? Frau Kümmelsaft holte die Taschen mit der Ausrüstung aus dem Kofferraum und drückte Tom seinen Computer in die Hand. Kommt, das übrige Gepäck holen wir später. Mit entschlossenen Schritten ging sie auf die Zugbrücke zu. Tom sah sich suchend nach Hugo um, aber der war nirgends zu sehen. Hey, Hugo! Er klopfte auf seinen Rucksack. Komm sofort da raus. Schleim woanders rum, ja. Gömmo in Hoid, säuselte Hugo und schwabbelte ans Tageslicht. Össö ist die zu Höll, fühl zu Höll, jammerte er. Und du sörscho is löchöwind. Tom schüttelte nur den Kopf und folgte Hedwig Kümmelsaft über die Brücke. Die runden abgetretenen Bohlen waren glitschig vom Regen. Tom trat an das Geländer und blickte hinunter in das schwarze Wasser des Burggrabens. »Büchüü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 
vorbei an den Steinfratzen und den Luken, durch die man früher ungebetenen Besuchern heißes Pech auf den Kopf gegossen hatte. Als er den Burghof überquerte, hatte er plötzlich das Gefühl, dass ihn uralte Augen beobachteten. Böse Augen, voller Hass und Gemeinheit. Aber als er sich umsah, war niemand zu sehen. Frau Kümmelsaft stand mit Hugo schon auf der breiten Treppe, die zur Haupttür der Burg hinaufführte. Klitschnass und frierend kam Tom bei ihnen an. Neben der Tür stand auf einem großen Schild, Burg Düsterstehm, Besichtigung werktags von 10 bis 12, sonntags von 10 Uhr bis 16 Uhr, Führungen nur nach Anmeldung. Hugo, sagte Hedwig Kümmelsaft, solltest du dich wieder so daneben benehmen wie vorhin, dann werde ich dich höchstpersönlich mit rohen Eiern bewerfen. Ist das klar? Pfui Teufel, stöhnte Hugo und zackte in sich zusammen. Koinö kloinön schörzö. Keine, sagte Hedwig Kümmelsaft. Dann zog sie an der Kette, die neben der großen Holztür baumelte. Tief im Innern der Burg schepperte eine Glocke. Die gespenstliche Warnung »Wer ist da?« wisperte eine verängstigte Stimme hinter der großen Tür. »Hier sind Kümmelsaß und Co.« antwortete Frau Kümmelsaft. »Die Gespensterjäger.« »Oh?« Die Tür öffnete sich einen Spalt breit, und ein Mann und eine Frau lugten angstvoll heraus. »Herr und Frau Wurm?« fragte Tom. »Hallo, können wir bitte rein?« »Hallo«, säuselte Hugo und winkte freundlich mit seinen weißen Fingern. Rums, war die Tür wieder zu. Hedwig Kümmelsaft seufzte und zog nochmal an der Kette. »Das ist nur mein Assistent Hugo M.U.G.«, rief Frau Kümmelsaft. »Sie können unbesorgt wieder aufmachen.« Hinter der Tür begann ein aufgeregtes Getuschel. Dann ging die Tür wieder auf. »Kommen Sie rein«, flüsterte eine kleine dicke Frau. In ihrem grauen Haar steckte eine rosa Schleife. »Ja, kommen Sie rein«, raunte der Mann. »Sie müssen entschuldigen, aber Ihr Assistent Eichem, ja, also, er sieht etwas merkwürdig aus.« »Er ist ein Gespenst«, sagte Tom. »Aber ein ganz harmloses.« »Also ganz harmlos nicht«, säuselte Hugo, Ein strenger Blick von Frau Kümmelsaft ließ ihn verstummen. In der Burg war es nicht viel wärmer als draußen. Die hohe, düstere Eingangshalle wurde nur von ein paar Kerzen beleuchtet, die in eisernen Haltern an den rußgeschwärzten Wänden hingen. »Oh, wir sind ja wirklich so froh, dass Sie da sind«, flüsterte Frau Wurm mit bebender Stimme. »Heute sind mir schon wieder meine Töpfe nachgeflogen.« »Nachgeflogen? Ich bitte Sie.« Mit einem kleinen Schluchzer rückte sie sich ihre Schleife zurecht. »Aha.« Frau Kümmelsaft nickte und sah sich um. »Nun, am besten begeben wir uns schnellstens in einen gut geheizten Raum, denn das mögen die wenigsten Geister, und dort erzählen sie uns ganz genau, was bisher vorgefallen ist. Oh, dann gehen wir wohl am besten in die alte Waffenkammer. Dort hat mein Mann sich eine kleine Werkstatt eingerichtet«, wisperte Frau Wurm. »Kommen Sie?« Mit hastigen Trippelschritten eilte sie auf eine gewaltige Steintreppe zu, an deren Fuß zwei Rüstungen ohne Arme standen. Der einen fehlte auch noch das linke Bein. »Ja, wie Sie sehen, ist alles in einem furchtbaren Zustand«, sagte Herr Wurm. »Seit wir hier sind, bin ich nur mit Restaurierungen beschäftigt. Aber kaum habe ich etwas fertig, Rums, fliegt es durch die Luft. Oder plötzlich sind riesige Schlammflecken drauf. Es ist entsetzlich. Hier entlang, bitte.« Frau Wurm führte sie von der Treppe in einen Flur, an dessen Wänden zwischen schmalen Fenstern Unmengen von Lanzen, Morgensternen, Schwertern und anderen Mordwerkzeugen hingen. »Das ist die berühmte Waffensammlung des Bejarans«, flüsterte Frau Wurm. »Sie ist uns schon einige Male um die Ohren geflogen. Es ist wirklich ein Wunder, dass wir noch nicht aufgespießt worden sind.« »Sehr interessant«, sagte Frau Kümmelsaft. »Ach, übrigens, Sie brauchen nicht zu flüstern.
Die meisten Gespenster hören nicht besonders gut. Sie riechen ihre Opfer, was leider eine sehr zuverlässige Methode ist. Stimmt, Hugo färbte sich bläulich. Und ich üüüüü jetzt wös. Etwas ältös, gemoinös. Beunruhigt schwabbelte er ein paar Meter zurück. Tom griff hastig in seinen Rucksack und zog eine große Blumenspritze hervor, die mit Meerwasser gefüllt war. Schnell, rief Frau Kümmelsaft. An die Wand. Herr Wurm gehorchte, aber Frau Wurm stand wie angewurzelt da und starrte nach oben. Dort wand sich ein riesiger Speer in seiner Halterung. Wie eine hölzerne Schlange zuckte sein Schaft hin und her. Tom spritzte eine satte Ladung Salzwasser darauf. Als Antwort erklang ein schrilles, ärgerliches Kreischen. Zwei Morgensterne flogen durch die Luft und bohrten sich in den Fußboden. Säbel, Sperre und Lanzen polterten herunter, mittendrin stand Frau Wurm und begann zu kichern. Ein ganz scheußliches Kichern war das, heiser und hohl. Und dann fing Frau Wurms Kopf an zu leuchten wie ein Kürbis an Halloween. Ihr Gesicht verschwamm, als wäre es flüssig. Ihre Augenbrauen wurden dick, und aus ihren Haaren triefte grüner Schlamm. Ihr Mund verzog sich zu einem abscheulichen Lächeln. Die Baronin, schrie Herr Wurm entsetzt. Die blutige Baronin. Ein Körperschlüpfer, rief Frau Kümmelsaft. Schnell, Tom, beiß dir auf die Zunge. Sie auch, Herr Wurm. Dedeizw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 
Die ehemalige Waffenkammer war in einem der Türme untergebracht. Jetzt war das große, runde Zimmer vollgestopft mit zerdelten Rüstungen, zerbrochenen Lanzen, kaputtem Geschirr und verrußten Gemälden. Auf einem großen Tisch stapelte sich Herrn Wurms Werkzeug. Daneben stand ein altes Sofa mit leicht mottenzerfressenem Bezug. Auf einem Tischchen waren zwei Tassen und eine Teekanne, auf der Truhe in der Ecke stand ein kleiner Kocher. Im Kamin brannte ein Feuer. Frau Kümmelsaft nickte zufrieden. Sehr gemütlich, stellte sie fest. Tom, du sicherst Tür und Fenster, ja. Diese Sorte Gespenster kommt zum Glück nicht durch die Wand. Tom nickte. Er holte eine Dose Mintpaste aus seinem Rucksack und fing an, den Türrahmen damit zu bepinseln. Hugo schwabbelte zu einem der großen Fenster und setzte sich vor die kühle Scheibe. Die warme Kaminluft setzte ihm so zu, dass seine Füße schon rosa anliefen. Sehen Sie sich das an, stöhnte Herr Wurm. Er griff sich an den Kopf und hielt eine Handvoll Haare hoch. Büschelweise gehen Sie mir aus von dieser Spukerei. Ich brauche jetzt dringend eine Zigarre. Das lassen Sie besser, sagte Frau Kümmelsaft. Sie hängte ihren Mantel vor den Kamin und stellte die Taschen mit der Ausrüstung auf den Tisch. Geister sind ganz verrückt nach Nikotin. Sie wollen doch nicht schon wieder Besuch bekommen, oder? Hastig legte Herr Wurm die Zigarre wieder in die Kiste zurück. Tom hatte inzwischen auch die Fensterrahmen mit Mintpaste bepinselt. So, die Fensterbänke hab ich mit Salz bestreut, sagte er. Und vor die Tür hab ich auch ein paar Handvoll geworfen. Sonst noch was? Stell den Gemixseismographen auf den Tisch, sagte Frau Kümmelsaft. Ich möchte nicht noch einmal so überrumpelt werden. Tom nickte und zog ein kleines Gerät aus dem Rucksack, das wie ein Radio aussah. GMEG ist die Abkürzung für Geist mit menschlicher Gestalt, erklärte Tom. Dieses Ding hier meldet sofort, wenn so ein Geist sich nähert. Aha, murmelten die Wurms und sahen den Gespensterjägern fasziniert zu. Sollten unsere Vorkehrungen nichts nützen, sagte Frau Kümmelsaft, dann bitte ich Sie, an eins unbedingt zu denken, beißen Sie sich auf die Zunge, sobald dieses Gespenst sich nähert. Und, sie griff in eine der Taschen, lutschen Sie diese Pastillen. Sie schmecken scheußlich, aber gegen Körperschlüpfer schützen sie sehr zuverlässig. Gehorsam steckten die Wurms sich die Pastillen in den Mund. Tom und Frau Kümmelsaft nahmen auch je eine. Büchautsch, fragte Hugo. Blödsinn, sagte Tom. Kein Geist schlüpft in einen anderen. Das weißt du ganz genau. Herr Wurm, sagte Frau Kümmelsaft, Sie haben das Gespenst erkannt, nicht wahr? Oh ja, rief Herr Wurm. Heute war es das erste Mal, dass sie sich so deutlich gezeigt hat. Aber ich habe sie sofort erkannt. Sofort? Er lief zu einer Reihe von Gemälden, die an der Wand lehnten. Mit zitternden Fingern drehte er eins nach dem anderen um. Da, rief er schließlich. Da, das ist sie. Er hielt das Bild hoch. Aus einem schweren Goldrahmen sah ihnen eine Frau mit stechendem Blick entgegen. Sie trug ein wallendes blutrotes Kleid mit hellem Kragen. Und über ihrer Schulter hing ein toter Hase. Herr Wurm senkte die Stimme. Das ist die blutige Baronin, hauchte er. Sehen Sie? Da unten auf dem Rahmen steht es, 1623. Jaspara von Dusterberg zu Krötenstein. Eine böse Person. Ich weiß nicht viel mehr von ihr als den Namen und dass sie in dieser Gegend heute noch einen scheußlichen Ruf hat. Schade, seufzte Frau Kümmelsaft. Sehr, sehr schade. Wir müssen unbedingt mehr über sie herausfinden. Vor allem, wann und wie sie gestorben ist bei HISPAGS ist eine Vertreibung ohne diese Informationen fast unmöglich. HISPAGS sind historische Spukerscheinungen, erklärte Tom den verdattert dreinblickenden Wurms. Frau Kümmelsaft nickte. Ja, und es gibt sie in sehr verschiedenen Gefährlichkeitsgraden.
In unserem Fall haben wir es, fürchte ich, mit einem der gefährlicheren Exemplare zu tun. Fürchte ich auch, brummte Tom. Die Spuckerei wird doch bestimmt bei Dunkelheit schlimmer, nicht wahr? Oh ja, rief Frau Wurm. Wir bekommen x kaum ein Auge zu bei all x dem Geschrei und Gestöhne. Aber gezeigt hat sie sich ihnen heute zum ersten Mal, fragte Hedwig Kümmelsaft. Die Wurms nickten. Dann sind wir wahrscheinlich gerade noch zur rechten Zeit gekommen, sagte Tom. Die meisten HISPEGs werden immer stärker, wenn ihr Todestag näher rückt. Sie zeigen sich öfter und werden mit jedem Tag gefährlicher. Ach, ist das so? Herr Wurm wurde immer blasser um die Nase. Haben Sie bei Dunkelheit schon mal beobachtet, dass die Lampen flackern, fragte Hedwig Kümmelsaft. Oder dass der Herd ausfällt, fügte Tom hinzu. Allerdings. Frau Wurm nickte heftig. Gestern X und vorgestern Abend. Oh, oh, sagte Tom. Er und Frau Kümmelsaft wechselten einen besorgten Blick. Sü füßt Stroh um, säuselte Hugo von der Fensterbank. O in Öchthöfe in Schmöckerün, wös. Frau Kümmelsaft warf einen Blick nach draußen. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit bis zur Dunkelheit. Wer von Ihnen beiden weiß, wo der Sicherungskasten ist? Ich, sagte Herr Wurm. Wieso? Wir müssen ihr den Strom abschalten, sagte Tom. Sonst frisst sie sich so viel Energie an, dass nichts und niemand sie mehr verjagen kann. Genau. Hedwig Kümmelsaft zog ein ellenlanges Verlängerungsgabel aus der Tasche, das an einer Seite einen Stecker und an der anderen einen langen Metalldorn hatte. Danach müssen wir noch in die Bibliothek. Hier gibt es doch eine Bibliothek, oder? Herr Wurm nickte. Da spukt es besonders oft. Natürlich, sagte Tom. Die Baronin will verhindern, dass man was über sie rauskriegt. Fragend sah er Hedwig Kümmelsaft an. Was soll ich noch mitnehmen? Außer deinem Rucksack. Wir wissen leider noch zu wenig über unsere Gegnerin. Frau Kümmelsaft rieb sich nachdenklich die spitze Nase. Also ich, sie zeigte auf die lange Schnur, ich nehme natürlich den Stromwärmewandler mit. Dann brauchen wir auf jeden Fall die Mintpaste, Salz, Lutschpastillen, den tragbaren Seismographen, den anderen lassen wir hier, tja, und ein Funkgerät, würde ich sagen. Hugo, sie drehte sich zu dem MOG um, du bleibst mit Frau Wurm hier. Die Ärmste hat für heute genug ausgestanden. Wenn ihr Besuch bekommt, meldest du dich über das Funkgerät, das ich hier lasse. Aber vielleicht versuchst du es bei deiner Kollegin auch mal mit Eisfingerkitzeln oder einem anderen deiner kleinen Scherze. Och wös, sagte Hugo. Das wirkt nur biöleimön schön. Schade, sagte Hedwig Kümmelsaft und hob warnend den Finger. Der Gemixseismograph begann zu surren und zu blinken, erst gelb, dann rot, dann schimmelgrün. Auf die Zungen beißen, zischte Hedwig Kümmelsaft. Und lutschen. Lutschen. Vor der Tür war ein leises Murmeln zu hören und dann ein Scharren, als kratzten Fingernägel über das alte Holz. Hu uns fortige Niederlinge, hauchte eine scheußlich dumpfe Stimme. Jämmerliche Zwzwzwihi Zwzwzwihi 2. Mit einem spitzen Kreischen brach sie ab, und draußen ging ein Gepolter los, als tanzten riesige Füße auf den alten Eichendielen. Dann wehte ein eisiger Hauch unter der Tür hindurch, das Gespenst kreischte noch einmal schrill und dann war es wieder still. Tom grinste zufrieden. Türsicherung hält. Ja, ja, Salz ist für Geisterfüße eine fiese Sache. Hugo, lass bloß deine Schuhe an, ich werd in der ganzen Burg Salz streuen, klar. Chlor, säuselte Hugo. Gut. Hedwig Kümmelsaft hängte sich den Stromwärmewandler über die Schulter. Machen wir uns an die Arbeit. Tom nahm seine Salzwasserspritze und den tragbaren Gemixseismographen in die Hand, und Herr Wurm gab seiner Frau einen Abschiedskuss. Nimm den Kaffee mit, Liebling,
sagte Frau Wurm und drückte ihrem Mann die Thermosflasche in die Hand. Ein starker Kaffee hilft immer. Da war Tom sich zwar nicht so sicher, aber den Kommentar verkniff er sich. Stattdessen öffnete er vorsichtig die Tür, und als der Gimmick-Seismograph keinen Pieps von sich gab, stiegen die drei über die Schlammpfütze, die das Gespenst hinterlassen hatte, und machten sich auf den Weg. Ein Netz voller Geister zuerst zum Sicherungskasten, sagte Frau Kümmelsaft. Oh, dafür benutzen wir am besten den alten Geheimgang, sagte Herr Wurm. Sonst müssten wir nämlich extra nach draußen. Er führte die beiden Gespensterjäger durch mehrere lange Flure, bis sie in einen Saal kamen, dessen Holztäfelung besonders kunstvoll mit Schnitzereien verziert war. Wo war es denn noch? Murmelte Herr Wurm. Ah ja. Mit schnellen Schritten ging er an der linken Wand entlang. Etwa in der Mitte blieb er stehen und tastete suchend über die geschnitzten Fratzen, Ranken und Tierfiguren. Was sieht am scheußlichsten aus? Fragte er Tom. Das da. Tom zeigte ohne Zögern auf eine Fratze mit aufgerissenem Maul. Herr Wurm steckte seine Hand zwischen die nadelspitzen Holzzähne. Klack, machte es leise, und rechts von ihnen schwang ein Stück Täfelung nach innen. Gebückt schlüpften sie hindurch. Direkt hinter dem Eingang hing eine alte Laterne. Herr Wurm zündete sie an und führte Tom und Frau Kümmelsaft über eine mufflig riechende Treppe in die Tiefe. Tom zählte die Stufen, aber irgendwann gab er es auf. Endlich schob Herr Wurm den Deckel eines riesigen Weinfasses zur Seite, und die drei standen im Keller der Burg. Interessante Tarnung, murmelte Tom. Neugierig sah er sich um. Mächtige Kreuzgewölbe trugen die Burgmauern. Zwischen ihnen stapelten sich Kisten, Bretter und Haufen alter Steine. Ein paar Ratten huschten ins Dunkel. Riesige Spinnweben hingen wie staubgraue Vorhänge von der Decke. Mann, hier würde es Hugo gefallen, sagte Tom. Er blickte auf den Gimmick-Seismographen, aber der gab keinen Ton von sich. Unsere Baronin mag wohl keine feuchten Keller. Oh, ich glaube, das hat einen anderen Grund, sagte Hedwig Kümmelsaft. Sind dir die kleinen Bissspuren hier überall noch nicht aufgefallen? Und die bläulichen Schleimspuren ringsum. Hier wimmelt es von Wei bei Geis. W.I.M., wie? Wei bei Geis? Fragte Herr Wurm beunruhigt. Winzige beißende Geister, erklärte Tom. Harmlose Dinger, für Menschen völlig ungefährlich. Aber ihre großen Artgenossen haben ziemlichen Respekt vor ihnen. Die Wei bei Geis knabbern ihnen nämlich Löcher in die Schwabbelhülle. Manchmal zwacken sie ihnen sogar ganze Körperteile ab. Das bringt die Großen ziemlich durcheinander, und sie verbrauchen unheimlich viel Spukenergie, um sich wieder zusammenzusetzen. Deshalb traut sich ihr Burggespenst wahrscheinlich nicht hier runter. Wie sehen diese Wei bei Geis denn aus? Fragte Herr Wurm. Unbehaglich sah er sich um. Och, etwa so groß wie eine Apfelsine, sagte Tom. Und auch ungefähr die Form, aber die kleinen Biastö sind grün wie Flaschenglas und haben lange spitze Zähne. Aha, murmelte Herr Wurm. Von da an guckte er sich in einem Fort hektisch um, aber nur zweimal huschte ihnen ein kleines Rudel Wei bei Geis über den Weg. Vielleicht sollten wir ein paar mitnehmen, schlug Tom vor. Um die Baronin ein bisschen zu ärgern. Keine schlechte Idee, sagte Hedwig Kümmelsaft. Erledige du das, wir gehen schon mal zum Sicherungskasten. Hier entlang, sagte Herr Wurm, und schon waren er und Frau Kümmelsaft hinter dem nächsten Pfeiler verschwunden. Tom blieb allein in der Dunkelheit zurück. Na, dann, murmelte er und zog aus seinem Rucksack eine Tüte mit klebrigen, kleinen Papierstreifen, die scheußlich nach Mäusedreck rochen, dem Lieblingsduft der Wei bei Geis. Kommt, kommt, ihr kleinen Dinger, flüsterte Tom, während er die Papierstreifen auf dem Boden auslegte. Kommt, wir haben nicht viel Zeit. Er zog ein Netz aus der Hosentasche und versteckte sich damit hinter einem Stapel großer Steine.
Lange brauchte er nicht zu warten. Erst tauchte nur eine Ratte auf, die interessiert an seinen Schuhen schnüffelte, aber dann war plötzlich das leise Knurren zu hören, das so typisch für die Weibeigeis ist. Flackernd schwebten sie näher, 8 waren es. Ihre kleinen Augen leuchteten in der Dunkelheit. Knurrend näherten sie sich den Papier-Chen, schubsten sich gegenseitig weg und schnappten mit spitzen Zähnen nacheinander, bis plötzlich 3 von ihnen festklebten. Kreischend versuchten sie sich zu befreien, während ihre Artgenossen mit aufgeregtem Geheul das Weite suchten. Tom sprang blitzschnell heran, warf das geistersichere Netz über die 3 und stopfte sie in seinen Rucksack. Wütend bohrten sie ihre Zähnchen in seine Hand, aber alles, was er spürte, war ein feines Kitzeln. Für Menschenhaut waren die Geisterzähnchen der Weibeigeis vollkommen harmlos. »Hast du welche?«, fragte Hedwig Kümmelsaft. Herr Wurm leuchtete Tom mit der Laterne ins Gesicht. »Klar«, antwortete Tom und grinste. »Habt ihr die Sicherungen gefunden?« Hedwig Kümmelsaft nickte. »Jetzt ist unser Gespenst auf Diät.« »Hugo«, raunte Tom ins Funkgerät. »Alles in Ordnung bei euch?« »Alles in Ordnung«, säuselte Hugo. »Gut«, sagte Tom. »Dann gehen wir jetzt am besten in die Bibliothek.« Als Herr Wurm die Tür der Burgbibliothek öffnete, wehte ihnen ein eiskalter Wind entgegen. Die großen Fenster standen weit offen, und Tom hörte, wie draußen der Regen in den Burggraben prasselte. Hastig schlossen sie die Fenster und sahen sich um. Kaum noch ein Buch stand in den hohen Holzregalen. Wild durcheinander lagen sie auf dem Teppich, in meterhohen Stapeln, aufgeschlagen, zerrissen, die alten Seiten verknickt, die Lederrücken schlammbeschmiert. »Oh nein«, rief Herr Wurm. »All die Wunder, wunderbaren Bücher!« Entsetzt hielt er die Laterne hoch. »Tja, da war jemand vor uns hier«, seufzte Frau Kümmelsaft. »Unsere liebe Baronin hat ganze Arbeit geleistet.« Tom sah nach draußen. In den großen Bäumen hing schon die Dämmerung. »Es wird bald dunkel«, sagte Hedwig Kümmelsaft. »Aber wir müssen es riskieren. Suchen wir nach Büchern, die die Burggeschichte behandeln. Das 17. Jahrhundert interessiert uns besonders. Am besten fangen wir mit den untersten an«, schlug Tom vor. »Wenn sie bestimmte Bücher verstecken wollte, liegen die sicher da. Ich hoffe nur, sie liegen nicht da draußen«, sagte Frau Kümmelsaft und warf einen besorgten Blick aus dem Fenster, wo tief unten der Wassergraben schmatzend gegen die Mauern schwappte. Die blutige Baronin im schwachen Licht von Herrn Wurms Laterne und Tams Taschenlampe zogen die 3 Buch für Buch aus den Wüstenstapeln hervor. Tom hatte die Türpfosten sorgfältig bepinselt und ganze Berge von Salz ausgestreut. Draußen wurde es immer dunkler, und die Macht der blutigen Baronin wuchs und wuchs. Mit fliegenden Fingern blätterten Tom, Hedwig Kümmelsaft und Herr Wurm sich durch tausende von knisternden alten Buchseiten. Sie lasen, tranken Frau Wurms starken Kaffee und lasen weiter, von Fressgelagen und Hungersnöten, Bauernaufständen, Galgenbergen und grausamen kleinen Kriegen, von Königsbesuchen, Feuersbrünsten, die die halbe Burg vernichteten, und von Cholera und Pest, die auch vor den dicken Burgmauern nicht Halt machten. »Hört sich ja alles scheußlich an«, stöhnte Tom irgendwann. »Also das hab ich mir romantischer vorgestellt.« »Was?«, fragte Hedwig Kümmelsaft. »Na, das Leben auf so näher Burg«, sagte Tom. »Nein, weiß Gott, romantisch war daran bestimmt nichts«, murmelte Hedwig Kümmelsaft. »Vor allem nicht, wenn man zum arbeitenden Teil der Bewohner gehörte.« Plötzlich runzelte sie die Stirn. »Moment mal. Da ist was.« Vorsichtig strich sie die zerknitterten Seiten glatt. »Ja, das ist unser Gespenst. Hört zu, am 14. November 1623 heiratete die Gräfin Jaspara von Mauswitz den Baron von Dusterberg zu Krötenstein, den sie schon im Jahr darauf bei einem heftigen Streit erdolchte.
Daraufhin regierte die Baronin viele Jahre ungerecht und grausam. Vom Volk erhielt Jaspara schon bald den Beinamen die blutige Baronin, weil sie oft, blutbespritzt von der Jagd, über die Felder ritt. Doch sie trug diesen Beinamen auch noch aus anderen Gründen zurecht, denn sie verkaufte ihre Bauern als Soldaten, um immer neue Pferde und Hunde für ihr liebstes Hobby anzuschaffen, die Jagd. Wilderer richtete sie höchstpersönlich hin, indem sie sie eigenhändig in den Burggraben stieß. Erst 10 Jahre nach dem Mord an ihrem Gatten ereilte sie die gerechte Strafe für dieses Verbrechen. Die Schwester ihres gemeuchelten Ehemannes. Hedwig Kümmelsaft hob den Kopf und lauschte. »Was ist?« fragte Tom beunruhigt. Frau Kümmelsaft legte warnend den Finger auf die Lippen. »Hört ihr das?« flüsterte sie. »Ein Pferd«, rief Herr Wurm. »Es klingt wie ein Pferd.« Lauter und lauter wurde das Geräusch. Ein scharfes Getrappel. Es kam immer näher. Hufe galoppierten dröhnend durch die langen Gänge der Burg. Der Gemick-Seismograph surrte und blinkte wie verrückt. »Achtung«, schrie Tom. Die galoppierenden Hufe dröhnten ihm in den Ohren. »Achtung, sie kommt!« Mit einem gellenden Schrei flog die blutige Baronin auf ihrem Geisterpferd durch die geschlossene Tür der Bibliothek. Schnaubend landete das bleiche Pferd nur 1 Meter vor dem armen Herrn Wurm. Wild rollte es mit den roten Augen und blähte die Nüstern. Seine Mähne schlängelte sich in der Luft wie ein Bündel Schlangen. Die Baronin aber saß mit flatterndem Haar im Sattel, in der Hand ein riesiges Schwert, mit dem sie wild in der Luft herumfuchtelte. Scheußlich sah sie aus, und ihre Augen funkelten rot in dunklen Höhlen. Mit wirrem Haar und einem Brustpanzer über dem wallenden Kleid grinste sie auf die Gespensterjäger hinunter. »Gehitz 2b mir das Buch«, rief sie drohend, und ihre bleiche Hand griff durch die Luft. Wimmernd kauerte sich der arme Herr Wurm auf dem Boden zusammen. »Das Buch kriegst du nicht«, rief Tom, sprang vor und sprühte dem Pferd Salzwasser in die Nüstern. Frau Kümmelsaft rammte den Eisendorn des Stromwärmewandlers in den Fußboden, riss sich die Schnur von der Schulter und wirbelte sie wie ein Lasso über dem Kopf herum. Mit sicherer Hand warf sie der Baronin den Stecker genau in den Mund. Erstaunt klappte die den Mund zu, machte ihn wieder auf und versuchte, den Stecker auszuspucken. Aber das wollte ihr einfach nicht gelingen. In der Bibliothek wurde es warm, warm und immer wärmer. Der Eisendorn begann rot zu glühen. Die blutige Baronin und ihr Pferd schwankten. Ihre Umrisse verschwammen, als wären sie flüssig. »Ah«, schrie die Baronin, während ihr Pferd sich mit schwabbelnden Beinen unter ihr aufbäumte. »Hacht eins sofort auf!« Aber Hedwig Kümmelsaft dachte natürlich gar nicht daran. »Schmeckt dir das nicht, Jaspara?« rief sie. Da kreischte das Gespenst wütend, riss sein Pferd herum, gab ihm die Sporen und galoppierte auf 1 der Fenster zu. Die Fensterflügel sprangen auf, und mit einem gewaltigen Satz sprang das Geisterpferd samt seiner scheußlichen Reiterin über die Brüstung und stürzte sich in den Burggraben. Herr Wurm, Tom und Frau Kümmelsaft rannten ans Fenster und sahen gerade noch, wie die blutige Baronin im brodelnden Wasser versank. »Na, in dem Buch muss ja eine Menge Interessantes über die Dame drinstehen«, sagte Tom. »Hoffentlich«, sagte Hedwig Kümmelsaft. Herr Wurm stand immer noch am Fenster und starrte hinunter in das dunkle Wasser. »Sie wird wiederkommen«, hauchte er. »Mit Sicherheit«, sagte Hedwig Kümmelsaft. »Und ich fürchte, allzu bald. Kommen Sie, Herr Wurm.« Sie zog ihn sanft vom Fenster weg. »Wir gehen zurück zu Ihrer Frau. Da werden wir das Buch über die blutige Baronin in Ruhe zu Ende lesen. Was war denn das für ein Ding, mit dem Sie sie vertrieben haben?« fragte Herr Wurm voller Bewunderung. »Oh, das ist eine eigene Konstruktion«, sagte Hedwig Kümmelsaft, während sie sich die Schnur wieder um die Schulter schlang. »Ein Stromwärmewandler. Entzieht stromfressenden Gespenstern den Strom wieder und macht das daraus, was sie am allerwenigsten mögen, Wärme.
Ganz erstaunlich, murmelte Herr Wurm. Wirklich, ganz erstaunlich. Dann machten sie sich durch die dunkle Burg rasch auf den Rückweg. Zurück zu Frau Wurm und Hugo, die schon ungeduldig warteten. Spuk mit dunkler Vergangenheit. Als Frau Wurm von den Ereignissen in der Bibliothek hörte, bekam sie einen so heftigen Schluck auf, dass sie sich erstmal aufs Sofa legen musste. Soll ich sie ein bisschen auskröken, säuselte Hugo hilfsbereit. Vielleicht ein bisschen aus Fünger kützeln. Jo? Nein, sagte Tom. Aber du kannst Tür und Fenster im Auge behalten. Wer weiß, wann die blutige Baronin wiederkommt. Watü longvoy lüg, säuselte Hugo. En zwei Ümuntün örs kröken, nichts zu ersön örs spünnön, fui Teufel. Nun hört euch das an, rief Hedwig Kümmelsaft. Sie saß mit dem dicken alten Buch, das Jasperas Geist ihr so gern entrissen hätte, vor dem Kamin. Hier steht, dass die blutige Baronin an ihrem 35. Geburtstag bei Morgengrauen von ihrer Schwägerin in den Burggraben gestoßen wurde, wo sie jämmerlich ertrank. Das bedeutet. Aber das ist ja X. Frau Wurm bekam einen knallroten Kopf. Das ist NXNX. Entsetzlich. Och, ich glaube, sie hatte es nicht besser verdient, sagte Tom. Aber das bedeutet, dass sie zur Geistergattung der SPUMIDUVS gehört, was ziemlich interessant ist. SPUMIDUVS? Fragte Herr Wurm. Spuk mit dunkler Vergangenheit, übersetzte Tom. Und da sie im Wassergraben gelandet ist, schätze ich, dass sie auch ein paar Eigenschaften der sogenannten SCHLAWAGS angenommen hat. Er schüttelte den Kopf. Das ist ne teuflische Mischung. SPUMIBLUF, SCHLAWAGONG, Frau Wurm schüttelte verständnislos den Kopf. Was bedeutet das? Nun, Frau Kümmelsaft ließ sich mit einem Seufzer aufs Sofa sinken. Dafür, Tom, wirfst du am besten deinen Computer an. Wird gemacht, sagte Tom und stellte seinen kleinen, handlichen Laptop auf den Tisch. Igitt, rief er. Hugo, hast du schon wieder an dem Computer rumgeschleimt? Oosch, säuselte Hugo. Nur ein bisschen. Ein kleines bisschen. Wenn ich dich noch einmal dabei erwische, streu ich Salz drauf, schimpfte Tom. Kapiert? Jo, jo, maulte Hugo. Schon gut. Ärgerlich wischte Tom den Gespensterschleim ab und klappte den Bildschirm hoch. Na, ein Glück, dass der Akku voll ist, sagte er. Sonst hätten wir ohne Strom ganz schön alt ausgesehen. Blitzschnell flitzten seine Finger über die Tastatur. FOG erschien auf dem kleinen Bildschirm. Datei PZ Stichwort SPUMIDUV. Da ist es, murmelte Tom. Also los. Er drückte auf die Enter-Taste, und schon füllte sich der Bildschirm mit Text. Lies vor, sagte Hedwig Kümmelsaft. Und Tom las, SPUMIDUV Spuk mit dunkler Vergangenheit. Die große Gattung der HISPAGS hat viele Unterarten, von denen mit Sicherheit eine besonders schwer zu bekämpfen ist, der SPUMIDUV. Diese Gespensterart zeichnet sich schon zu Lebzeiten durch außerordentlich unangenehme Charaktereigenschaften aus, die sich nach ihrem Ableben noch verstärken. Dies gilt in besonderem Maße für SPUMIDUVS, die ein gewaltsames Ende genommen haben. Diese Exemplare einer höchst unangenehmen Gattung verfügen über die scheußliche Fähigkeit des Körperschlüpfens, wobei sie in einen lebendigen Körper schlüpfen. Bei dem Opfer hinterlässt dieser unappetitliche Vorgang eine große seelische Verwirrtheit, verbunden mit einem oft bis zu 24 Stunden anhaltenden heftigen Schluck auf. 24 Stunden x oh nein, seufzte Frau Wurm. Tom las weiter, über die Bekämpfung der SPUMIDUVS mit der Fähigkeit des Körperschlüpfens ist wenig bekannt, da jedes Exemplar so einzigartig ist, dass jede Verallgemeinerung bei der Bekämpfung gefährlich wäre. Eins steht jedoch fest, eine Vertreibung ist nur, wir betonen,
ausschließlich in der Todesstunde des jeweiligen Exemplars möglich. Wird diese nicht herausgefunden, so ist jeder Versuch einer Vertreibung vollkommen sinnlos. Die Todesstunde, rief Herr Wurm. Na, ein Glück. Das wissen wir. Die Morgendämmerung. Ja, aber wann? Tom schob seine Brille zurecht. Im Winter oder im Sommer? Das kann schließlich mehrere Stunden Unterschied bedeuten. Ohne den genauen Tag hilft uns das herzlich wenig. Bestürzt sahen die Wurms einander an. Nun, darüber können wir uns noch später den Kopf zerbrechen, sagte Frau Kümmelsaft. Das finden wir schon irgendwie heraus. Jetzt wüsste ich gern noch etwas über die Folgen des feuchten Ablebens der Baronin. Gib doch bitte mal Spumeduf tot durch Ertrinken ein. Ist okay, sagte Tom. Wieder füllte sich der Bildschirm. Und wieder las Tom laut vor, Spumiduv Schlawak Schlammwassergeist sollte der Spumiduf, mit dem es ein Gespensterjäger zu tun bekommt, ein gewaltsames Ende im Wasser gefunden haben, so resultiert hieraus wiederum eine äußerst tückische Spukform, deren unangenehmste Fähigkeit das Stromschlürfen ist. Diese Gespensterart schlürft Strom aus sämtlichen verfügbaren Quellen, Steckdosen, Kabeln, elektrischen Geräten, ja sogar Batterien. Durch diese energiereiche Nahrung kann ein Spumiduv eine solche Kraft entwickeln, dass er seine Gegner durch bloße Berührung verflüssigt, und was besonders entsetzlich ist, er schlürft die Pfütze seiner Opfer auf und wird dadurch noch mächtiger. Aber das ist ja widerlich, rief Herr Wurm. Einfach widerlich. Wie gut, dass wir diesem Monstrum den Strom abgeschaltet haben. Warten Sie, sagte Tom. Moment mal. Er runzelte die Stirn. Der Akku von meinem Computer ist spukgesichert, unsere Autobatterie auch. Aber ich hoffe, Sie haben hier nicht irgendwo Batterievorräte oder sowas. Die Wurms wurden leichenblass. Doch, stammelte Herr Wurm. In den ehemaligen Pferdeställen stehen die Autos des Grafen, alle mit nagelneuen Batterien. Ich habe sie erst letzte Woche überprüft. Der Graf sammelt alte Wagen, wissen Sie, und er besteht darauf, dass alle jederzeit fahrbereit sind. Hedwig Kümmelsaft und Tom wechselten einen alarmierten Blick. Autobatterien, stöhnte Tom. Wie viele? 5, antwortete Herr Wurm. 5. Frau Kümmelsaft schüttelte besorgt den Kopf. Du meine Güte! Wo sind die Dinger untergebracht? Im linken X-Seitenflügel der Burg, sagte Frau Wurm. Wo früher die Pferde standen? Die Zugbrücke musste für die Autos stabilisiert werden. Erschrocken sah sie die Gespensterjäger an. Oh Gott, meinen Sie etwa? Das meine ich in der Tat. Frau Kümmelsaft sprang auf. Wenn wir nicht alle als Pfützen enden wollen, sollten wir die Wagen schleunigst überprüfen. Wir kommen mit, sagte Herr Wurm. Nicht wahr, meine Liebe? Frau Wurm rückte ihre Schleife zurecht. Auf X jeden Fall. Das halte ich aber für keine gute Idee, widersprach Tom. Was ist, wenn die Baronin auch schon an die Wagen gedacht hat und uns draußen erwartet, vollgeschlürft bis oben hin mit Strom? Und was ist, wenn sie X hier in der Burg ist, fragte Frau Wurm mit bebender Stimme, und kommt, sobald sie X draußen sind? Hugo kann doch zu ihrem Schutz bei ihnen bleiben, schlug Tom vor. Die Wurms warfen Hugo einen misstrauischen Blick zu, was der allerdings gar nicht mitbekam, denn er schnüffelte gerade an Tams Rucksack herum. Oh bitte, wir X würden wirklich gern mitkommen, rief Frau Wurm. Ich möchte X nicht noch einmal körpergeschlüpft werden. Na gut, Hedwig Kümmelsaft zuckte die Schultern, wenn Sie das so sehen. Dann möchte ich Sie aber bitten, Gummistiefel und Gummihandschuhe anzuziehen. Das wird Sie vielleicht ein bisschen vor der Berührung der Baronin schützen. Und noch eins, sollte die Baronin uns begegnen und sollte sie die Batterien schon geschlürft haben? Die Wurms blickten sie mit angstvoll aufgerissenen Augen an. Dann sollten Sie rennen, sagte Tom. Rennen,
so schnell sie können, und zwar im Zickzack. Watür in Hause, säuselte Hugo und verschwand bis zur Hüfte in Tams Rucksack. Ja, wie ein Hase Haken schlagen, Hedwig Kümmelsaft nickte. Das bringt Gespenster meist ziemlich durcheinander. Durch den ständigen Richtungswechsel fangen sie an zu schlottern wie. Wie ein wild gewordener Wackelpudding, sagte Tom und grinste. Wir werden dann versuchen, ihr den Strom wieder abzuzapfen. Er blickte Frau Kümmelsaft fragend an. Wie wär's, soll ich vorsichtshalber noch die Geisterpfeife mitnehmen? Hedwig Kümmelsaft nickte. Kann nicht schaden. Also, gehen wir? Jede Minute ist kostbar. Was ist mit dir, Hugo? Fragte Tom. Willst du hier die Stellung halten oder mitkommen? Hugo? Von dem MUG war nichts zu sehen. Oh, verdammt, wo ist er denn nun schon wieder? Entnervt sah Tom sich um. Ich glaube, er ist in ihrem Rucksack verschwunden, sagte Herr Wurm. Im Rucksack? Oh, Tom grinste. Na, da wird er wohl gleich wieder rauskommen. Aizz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 
gießen Sie das hier einfach darüber. Das macht sie für eine Weile für Gespenster ungenießbar. Hier ist auch ein Funkgerät. Sie reichte den Wurms das Funkgerät und zwei kleine Fläschchen. Hugo, du bleibst bei den beiden und heulst ins Funkgerät, sobald du etwas Gespenstisches riechst. Wir kommen dann sofort zu euch. Jo, jo, säuselte Hugo. Wird gemocht. Obwohl ich du bau honün gönnert wo's nee hör können lernen würde. Ihre Spukkunst ist die wirklich ganz wo unterbohr, und aus Söhn tut sie auch nicht schlecht, ohne ihn. Die Dame ist abscheulich, sagte Tom. Also werd bloß nicht romantisch, ja. Oh, ich bin auch abscheulich, säuselte Hugo. Das würde mich nicht stören. Tom verdrehte die Augen. Oh, oh, du klingst ja richtig verliebt. Verliebt in ein glubschäugiges Scheusal. Blödsinn. Hugo gab Tom einen ärgerlichen Stups vor die Brust. So ho ein Blödsinn. Tom kicherte so sehr, dass ihm die Brille von der Nase rutschte. Oh Mann, das wird ja ne heiße Liebe, wenn ihr zwei euch die Eisfinger drückt. Weißt du was, Hugo, mach ihr doch einfach ein paar Gespensterkomplimente, wenn sie auftaucht. Vielleicht vergisst sie dann, dass sie uns in Pfützen verwandeln und aufschlürfen will, okay. Sehr witzig, säuselte Hugo und blies Tom seinen Moderatem ins Gesicht. Wohon sünüg witzig? Oh, hört jetzt auf, ihr beiden, sagte Frau Kümmelsaft. Wir haben wirklich keine Zeit für so etwas. Herr Wurm, haben Sie den Schlüssel für die Kapelle und die Gruft? Aber natürlich. Herr Wurm zog einen großen Schlüsselbund aus der Tasche. Der da ist es, der lange, verschnörkelte. Frau Kümmelsaft steckte ihn ein und gab Herrn Wurm den Gemixseismographen. Hier, sagte sie, für alle Fälle. Auf Hugo in seinem romantisch verwirrten Zustand verlassen Sie sich wohl besser nicht. Komm, Tom. Tschüss, Hugo, kicherte Tom. Und sehn dich nicht zu sehr nach deiner Angebeteten, ja. Sonst kommt sie noch wirklich. Hoho, säuselte Hugo und warf ihm einen Schneeball an den Kopf. Dann verschwand er mit den Wurms in den alten Pferdeställen. Hedwig Kümmelsaft und Tom überquerten den Hof, um sich die Gruft der von Dusterbergs zu Krötenstein anzusehen. Der Schnee lag schon so hoch, dass ihre Füße bis an die Knöchel darin versanken. Schweigend gingen sie nebenein, ander her. Außer ihren knirschenden Schritten war nichts zu hören. Tom ließ seinen Blick über die dunklen Fenster ringsum wandern. Aber diesmal spürte er keine Augen, die ihn anstarrten, wie bei ihrer Ankunft. Na, ein Glück, murmelte er. Was? Fragte Hedwig Kümmelsaft. Och, nichts. Tom wischte sich ein paar Schneeflocken von der Brille. Ich glaub, die Tür unter dem Wappen da ist es. Hedwig Kümmelsaft steckte den Schlüssel ins Schloss. Ächzend schwang die Tür auf, und sie standen in der Kapelle der von Dusterbergs. Es roch nach feuchtetem Stein, nach Kerzenwachs und nach Schlamm. Sieh dir das an, flüsterte Hedwig Kümmelsaft. Dunkle Schlammspuren führten den Gang zwischen den geschnitzten Chorstuhlreihen entlang und verschwanden im Dunkel hinter dem Altar. Tom bückte sich. Die Spuren scheinen schon älter zu sein, flüsterte er. Vorsichtig gingen sie weiter. Hinter dem Altar öffnete sich ein zweiter Raum, ein Raum mit mehreren großen Steinplatten an den Wänden. Vor einigen kauerten weinende Engel mit steinernen Tränen in den Marmoraugen. Langsam ließ Tom das Licht seiner Taschenlampe über die Inschriften der Platten gleiten. Giselbert, Etelgarer Graf, Miesgunde, las Tom. Du meine Güte, hatten die komische Namen. Ich frage mich. Weiter kam er nicht. Im Funkgerät knackte es. Hallo, hallo, flüsterte Herr Wurms aufgeregte Stimme. Bitte melden. Was gibt's? Fragte Frau Kümmelsaft. Sie war vor uns hier. Die Batterien sind ausgeschlürft, rief Herr Wurm.
alle. Es sieht hier furchtbar aus. Was sollen wir jetzt tun? Kommen Sie sofort zu uns rüber, sagte Frau Kümmelsaft. So schnell Sie können. Schlimme Nachrichten, murmelte Tom. Er leuchtete den nächsten Grabstein an, vor dem zwei Marmorhunde Wache hielten. Die Inschrift war über und über mit Schlamm bedeckt. Tom zog sein Taschenmesser heraus und kratzte den Dreck vorsichtig ab. Jaspara, Baronin von Dusterberg zu Krötenstein, las er. Meuchlings gemordet am 12. Mai 1658 bei Morgengrauen. Geboren am selbigen Tag des Herrn 1623. Mai. Frau Kümmelsaft rieb sich die Nasenspitze. Wann geht die Sonne im Mai auf? Moment. Tom zog einen kleinen Kalender aus der Hosentasche. Sonnenaufgang im Mai hier? 4.40 Uhr. Er sah auf seine Uhr. Jetzt ist es kurz nach Mitternacht. Na, das gibt uns ja noch etwas Zeit zu entscheiden, was wir machen. Viel zu entscheiden gibt es da nicht, fürchte ich, sagte Frau Kümmelsaft. Nachdenklich betrachtete sie den alten Grabstein. Mir sind nur zwei Methoden bekannt, wie man einem so spukstarken Spumidov zur ewigen Ruhe verhelfen kann. Eine kenn ich auch, sagte Tom. Man schreibt den Namen des Gespensts rückwärts auf einen Spiegel und bringt es irgendwie dazu hineinzusehen. Dann verdampft es. Hem. Frau Kümmelsaft nickte. Aber diese Methode habe ich vor vielen Jahren mal bei einem Geist angewandt, der ertrunken war, genau wie unsere Baronin hier. Der Spiegel ist zerplatzt, und der Geist hat mich dreimal um sein Schloss gejagt. Mich hat nur gerettet, dass ich es irgendwie in mein spukgesichertes Auto geschafft habe. Eine scheußliche Erfahrung. Ganz abgesehen davon, dass ich von oben bis unten mit Spiegelsplittern gespickt war wie ein Glasigel. Und der Geist? Fragte Tom. Was ist mit dem Geist passiert? Der hat noch drei Kollegen verflüssigt, sagte Frau Kümmelsaft, bis ihn der berühmte italienische Geisterjäger Professor Boccabella vernichtet hat. Und womit? Fragte Tom. Wie hat er das geschafft? Mit einer unglaublich gefährlichen Methode, sagte Frau Kümmelsaft. Er? Wieder knackte das Funkgerät. Zu Hilfe, schrie Herr Wurm mit sich überschlagender Stimme. Zu Hilfe, je. Sie kommt. Sie kommt. Tom und Frau Kümmelsaft rannten los. In letzter Sekunde auf dem Burghof bot sich ihnen ein entsetzlicher Anblick. Blau leuchtete der Schnee im Geisterlicht der Baronin. Riesengroß war sie geworden nach ihrer Batteriemahlzeit, so groß, dass ihr scheußlicher Kopf über die Burgmauer ragte. Kreischend und johlend preschte sie auf ihrem Pferd hinter den armen Wurms her, die wie aufgescheuchte Kaninchen im Zickzack durch den Schnee rannten. Von Hugo war weit und breit nichts zu sehen. Schnell, Tom, die Pfeife, rief Frau Kümmelsaft, während sie hastig den Stromwärmewandler von der Schulter zerrte. Die Baronin streckte gerade eine bleiche Hand nach Frau Wurm aus, aber die konnte den eisigen Fingern in letzter Sekunde ausweichen. Verflixt, murmelte Frau Kümmelsaft. Der Eisendorn findet keinen Halt. Na, was soll's? Hey, rief sie. Hey, Jaspara, du Scheusal, komm doch hierher. Oder traust du dich etwa nicht? Die blutige Baronin riss ihr Pferd herum und starrte mit roten Augen auf die beiden Gespensterjäger herab. Erschöpft und dankbar für die Atempause plumpsten die Wurms in den Schnee. Was, heulte Jaspara, während ihr Pferd schnaubend näher tänzelte. Was hat die Zwie da gesagt? Seit wann bist du schwerhörig? Rief Tom. Todesmutig machte er ein paar Schritte auf das riesige Geisterpferd zu. Sie hat dich ein Scheusal genannt. Und das bist du ja wohl auch, oder? Endlich hatten seine Finger die kleine Pfeife in seiner Jackentasche gefunden. Hör dir das mal an, Jaspara, rief er und blies mit aller Kraft in die Geisterpfeife. Nichts war zu hören, nicht für menschliche Ohren. Jasparas Geisterpferd aber bäumte sich so wild auf,
dass die Baronin den Halt verlor und rücklings in den Schnee plumpste. Tom blies nochmal, und das Geisterpferd galoppierte mit wehender Mähne davon. »Jetzt«, rief er. Frau Kümmelsaft steckte den Eisendorn notdürftig in den Schnee und schleuderte Jasperer den Stecker des Stromwärmewandlers mit aller Kraft entgegen. Aber diesmal landete er nicht in ihrem Mund, sondern wickelte sich samt Schnur um ihren Hals. Der Eisendorn flog hinterher und baumelte der Baronin wie ein seltsamer Schmuck vor der Brust. Langsam, ganz langsam begann der Dorn zu glühen. »Zw, zw, zw«, kreischte Jasperer, riss die Schnur mit einem Ruck durch und schleuderte beide Teile in den Schnee. Torkelnd kam sie wieder auf die Beine. »Sie ist schon zu stark«, rief Frau Kümmelsaft. »Der Stromwärmewandler wirkt kaum noch.« Die Wurms hockten immer noch im Schnee. Entsetzt starrten sie zu der Baronin empor, die mit fiesem Grinsen auf sie zuschwebte. »Da«, schrie Tom plötzlich. »Der Wandler hat doch gewirkt. Sie schrumpft. Sie schrumpft wieder zusammen.« Und tatsächlich. Die Baronin wurde kleiner. Dampfend schrumpften ihre bleichen Glieder zusammen, während der Schnee um sie her sich in bläulich schimmernden Brei verwandelte. »Ah, ah, ah«, kreischte sie wütend, erhob sich in die Luft und schwebte wieder auf die armen Wurms zu. »Die Wei bei Geis«, rief Frau Kümmelsaft. »Schnell, Tom, lass sie raus.« Tom riss sich den Rucksack vom Rücken. Die Wurms liefen schon wieder hakenschlagend über den Hof, aber sie konnten sich kaum noch auf den Beinen halten, und die Baronin kam ihnen mit höhnischem Gelächter immer näher. »Raus mit euch«, rief Tom und schüttelte den Rucksack. »Raus, ihr kleinen Biastö!« Das Netz mit den Weibeigeis fiel in den Schnee. Knurrend schwebten sie durcheinander. Tom riss das Netz auseinander, und die kleinen Geister stoben ins Freie. Erschrocken sah die Baronin sich um. »Zwzwzwei, Weibeigeis«, kreischte sie. Wütend versuchte sie, die kleinen Biastö abzuschütteln, aber die hatten sich schon in ihren wallenden Geisterergewildtandem verbissen. Knurrend schnappten sie nach ihren bleichen Gliedern. Die Baronin schlug mit ihrer Reitpeitsche nach ihnen, aber das machte sie nur noch wütender. Ganze Stücke bissen die Weibeigeis aus dem großen Gespenst. Und die blutige Baronin sah plötzlich aus wie ein löchriger Käse. Mit letzter Kraft liefen die Wurms auf Tom und Hedwig Kümmelsaft zu und versteckten sich hinter den beiden. »Fressen die kleinen X-Dinger sie auf?«, fragte Frau Wurm hoffnungsvoll. »Leider nicht«, sagte Hedwig Kümmelsaft. »Aber sie lenken sie eine Weile von uns ab. Also nehmen sie die Beine in die Hand. Wenn wir Glück haben, ist sie die Weibeigeis erst los, wenn wir in der Waffenkammer und in Sicherheit sind.« Mit schweren Beinen rannten sie los. Schnee wirbelte ihnen in die Augen, das Hauptportal der Burg schien Meilen entfernt, und hinter ihnen erklang immer noch das ärgerliche Kreischen der Baronin. Als Tom sich hastig umsah, fiel gerade ihr Kopf in den Schnee. Wütend setzte sie ihn wieder auf, trat nach einem Weibeigei, dass er wie ein Fußball über die Burgmauer flog, und schluckte einen anderen kurzerhand herunter. »Wo ist eigentlich Hugo?«, rief Frau Kümmelsaft, während sie neben Herrn Wurm die Burgtreppe hinaufstolperte. »Sie hat ihn über die Burgmauer geblasen«, rief Herr Wurm zurück. »Danach haben wir nichts mehr von ihm gesehen.« Atemlos öffnete er die schwere Burgtür. »Sie kommt x wieder hinter uns her«, rief Frau Wurm. »Tom, spritz Salzwasser, schnell«, rief Frau Kümmelsaft. Sie rannten. Sie rannten durch die dunklen Flure der Burg, bis sie dachten, dass ihnen die Lunge platzte. Hinter sich hörten sie die Baronin heulen und fluchen, aber das Salz hielt sie etwas auf. Halbtot vor Erschöpfung erreichten sie die Tür der Waffenkammer. Mit letzter Kraft schlüpften sie hinein. Tom schmierte hastig die Türpfosten frisch ein, streute das letzte Salz vor die Tür und ließ sich erschöpft auf das alte Sofa sinken. Und was, wenn sie durchkommt, fragte er leise. Was machen wir dann? Dann, sagte Hedwig Kümmelsaft, dann können wir nur noch hoffen, dass sie zu schwach ist,
um einen von uns zu verflüssigen. Denn um sie noch einmal und diesmal endgültig zu vertreiben, dazu brauchen wir Zeit und noch ein paar andere Dinge. O Gott, rief Herr Wurm. Der Gemixseismograf in seiner Hand surrte und blinkte wie verrückt. Sie kommt näher? Verteilen wir uns, rief Frau Kümmelsaft. Herr Wurm, zünden Sie ein paar Scheite Holz im Kamin an. Davon nimmt jeder eins in die Hand. Das Feuer wird sie nicht mögen. So standen sie da, jeder in einer anderen Ecke, mit brennenden Holzscheiten in der Hand, und warteten. Aber nicht lange. Das Kratzen und Scharren an der Tür kannten sie nur zu genau. Ah, schrie Herr Wurm. Ihre Hand. Da, ihre Hand. Langsam, ganz langsam schob sich die bleiche Hand der Baronin durch das Holz der Tür. Das Salz wirkt nicht, flüsterte Tom. Oh mein Gott, es hält sie nicht auf. Frau Wurm fing leise an zu schluchzen. Aber da hörte Tom noch etwas anderes. Hugos Auftritt heulte Hugo draußen auf dem Flur. Juspo von Anzukrone Ötönskrück. Wo ist du, wo ich gelundet bün? Ümega Burggrobün, mütön Ümega Schlummügün, Stalltüen Kügün Burggrobün. Jaspara zog ihre Hand zurück. Frau Wurm schluchzte wieder, aber diesmal vor Erleichterung. Was willst du, du mittelmäßig mickriger Spuk, hörten sie die raue Stimme der Baronin. Oh, Hugo, pass auf, murmelte Tom. Pass bloß auf. Wös ich will, säuselte Hugo. Oh, Börgern will ich dich, du groß mäulüges Flockerlücht. Nur ein bisschen Örgern. Laas das, knurrte Jaspara. Ich habe keine Zeit für solche Albernheiten. Zwick will die Zwiebel ein paar saftige kleine Sterbliche verflüssigen und schlüüüüüüüüüüffen. Lautlos wie ein Indianer schlich Tom zum Schlüsselloch und guckte hindurch. Was er sah, war erstaunlich. Hugo schwabbelte ganz dicht vor der immer noch beachtlich großen Baronin herum, zupfte sie an den Gewändern, streckte ihr die Zunge heraus und benahm sich auch sonst ziemlich kindisch. Was hatte er vor? Süümol, flötete Hugo, fuchtelte mit seinen Eisfingern in der Luft herum und hatte, schwupps, den Kopf der Baronin in der Hand. Donnerwetter, flüsterte Tom bewundernd. Donnerwetter nochmal. Was ist, fragte Herr Wurm mit zittriger Stimme. Was ist los? Ich fass es nicht, sagte Tom. Hugo hat ihren Kopf. Kreischte der Kopf und schnappte mit den Zähnen nach Hugos Fingern, worauf der ihn kurzerhand unter den Arm klemmte. Geht's zwei B mir mal jenen Kopf zurück, heulte die kopflose Baronin. Sofort. Nur ihn. Mit breitem Grinsen schwabbelte Hugo vor ihr auf und ab. Dünn musst du dir schon hoholön. Mieses, mistgrünes Mo oder Gespenst, heulte der Kopf und spuckte dem MUG auf die Füße. Da nahm Hugo Jasparas Kopf in beide Hände, tippte ihn dreimal auf den Boden wie einen unappetitlichen Basketball und warf ihn durch ein Fenster nach draußen. Such ihn doch, heulte er zufrieden. Such ihn. Oberluf nicht vor du Wand, boon ihn gar nicht schluru. Die kopflose Baronin tobte. Aber Hugo schwabbelte blitzschnell an den wütend herumfuchtelnden Armen vorbei und schlüpfte durch die Wand in die Waffenkammer. Na aha, säuselte er dem sprachlosen Tom ins Ohr. Watü wo ich? Wahnsinn, Hugo, sagte Tom bewundernd. Alle Achtung, mein Lieber, du warst einfach umwerfend. Er guckte nochmal durchs Schlüsselloch. Die Baronin schwebte heulend den Gang entlang auf der Suche nach ihrem Kopf, was ohne Augen natürlich gar nicht so einfach war. Sie ist weg, sagte er und drehte sich wieder zu den anderen um. Auf der Suche nach ihrem Kopf, aber das dürfte etwas länger dauern. Hugo hat ihn nämlich durchs Fenster nach draußen geworfen. Oh, hauchten die Wurms und starrten Hugo voller Bewunderung an. Tadellos, mein Lieber, sagte Hedwig Kümmelsaft.
Wie hast du das gemacht? Kloinykoid, säuselte Hugo, aber vor Stolz blähte er sich bis zur Decke auf. Bevor sie mich vom Burghof gepeustet hat, wollte ich ihr ein paar Kloinö-Komplimente machen und, verlegen färbte er sich rosa. Ihr du Hand küssen. Aber plötzlich hutte ich ihre Finger in zwei der Hand. Klübetön on moinön. Oh, einfach so? Interessant, murmelte Frau Kümmelsaft. Erzähl weiter, mein Lieber. Das hat sie ziemlich wütend gemacht, und sie hat mich über die Burgmur in zwei dünn groben gebelossen. Das hat mich wütend gemacht, und du hob, ich mir gedacht, wenn du Finger klöben bloibön, er kicherte hohl, dann bloibt auch der Kopf klöben. Schlau, schlau, sagte Hedwig Kümmelsaft lächelnd. Und du wusstest natürlich auch, dass du dich jederzeit durch die Mauer verdrücken konntest, während sie auf Fenster und Türen angewiesen ist, nicht wahr? Genau, säuselte Hugo. Wahrscheinlich sucht sie immer noch ihren Kopf. Ganz verschneit wird er eins so in. Hugos bleicher Leib schwabbelte vor Lachen. Tom sah Frau Kümmelsaft fragend an. Könnte uns das nicht dabei helfen, sie endgültig zu vertreiben? Durchaus möglich, sagte Hedwig Kümmelsaft. Aber wie? Denken wir nach. Sie drehte sich zu den Wurms um. Kommen Sie, wir setzen uns einen Augenblick alle zusammen. Es ist jetzt, sie sah auf die Uhr, gleich 13:30. Wir haben also noch etwas Zeit. Ich möchte kurz von der einzigen mir bekannten Vertreibung eines Spomidovs berichten, der über ähnliche Fähigkeiten wie unsere Baronin verfügte. Frau Kümmelsaft rieb sich die spitze Nase. Es ist viele Jahre her, und Professor Boccabella, dem diese Vertreibung gelang, hat mir persönlich davon berichtet. Zunächst ist er wie wir vorgegangen, er hat den Strom abgeschaltet, alle anderen Energiequellen beseitigt, was uns ja leider nicht gelungen ist, hat die Todesstunde und den Ort des Todes herausgefunden. Den Ort, unterbrach Herr Wurmsi. Wissen wir denn den Ort? Allerdings, sagte Tom. Sie ist von der Zugbrücke geschubst worden. Wo genau, das lässt sich feststellen. Frau Kümmelsaft nickte. Aber was dann? Professor Boccabella hatte eine äußerst waghalsige, aber, wie sich zeigte, sehr wirkungsvolle Idee. Oh, erzählen Sie, rief Frau Wurm atemlos. Totenstill war es in der Waffenkammer. Nur das Holz im Kamin knackte leise. Zunächst, fuhr Frau Kümmelsaft fort, zunächst lockte Boccabella den ziemlich hungrigen Geist mit einer Spur geschickt ausgelegter Batterien zum Ort seines Ablebens. Diese Möglichkeit haben wir bedauerlicherweise nicht. Hungrig dürfte Jaspara jetzt nicht mehr sein. Aber vielleicht helfen uns ja hier Hugers Fähigkeiten weiter. Oh, ich soll den Kalföder spülen, säuselte Hugo. Ja, eventuell, sagte Frau Kümmelsaft. Also, Boccabella lockte den Geist an den Ort seines Ablebens. Und dort, Hedwig Kümmelsaft senkte die Stimme, dort wartete er auf ihn, gekleidet in ein altes Gewand, das der Geist zu Lebzeiten selbst getragen hatte. Oh, wir X haben auch ein Gewand der X-Baronin, rief Frau Wurm aufgeregt. Ich glaube, es ist X dasselbe, das sie auf dem Gemälde trug. Sehr gut. Hedwig Kümmelsaft seufzte erleichtert. Dann könnte es gehen. Oh, bitte, erzählen Sie weiter, drängte Herr Wurm. Boccabella wartete auf den Geist. Und dann? Er hatte einen todesmutigen Plan, erzählte Frau Kümmelsaft weiter. Er wollte den Geist so provozieren, dass er ihn berührte. Aber, Frau Wurm presste erschrocken die Hand vor den Mund, hatte X er nicht Angst, verflüssigt und geschlürft zu werden? Nun, Boccabella wusste eins, fuhr Frau Kümmelsaft fort, er wusste, dass ein SPOMIDOV große Angst davor hat, irgendetwas aus seiner sterblichen Vergangenheit zu berühren.
Je öfter und enger der SPUMIDUV zu seinen Lebzeiten Kontakt mit diesen Gegenständen hatte, desto ängstlicher vermeidet er jetzt eine Berührung mit ihnen. Nur für das Gebäude, in dem er gelebt hat, gilt das offenbar nicht. Boccabella hatte mehrmals beobachtet, dass SPUMIDUVs vor alten Bettüchern, Rüstungen oder Kleidungsstücken zurückwichen, als stecke der Teufel persönlich darin. Also wagte er das tollkühne Experiment, sich mit dem alten Gewand vor der Verflüssigung zu schützen. Andererseits hoffte er, dass die Berührung den Geist auf der Stelle vernichten würde. Und, fragte Tom gespannt, hat es geklappt? Hedwig Kümmelsaft nickte. Der Geist wurde zu Nebel und verschwand. Donnerwetter, murmelte Tom. Ganz schön mutig von diesem Boccabella, muss ich sagen. Nö übel, seufzte Hugo. Nö übel und verschwunden. Wös für o inö scho endö. Büchhutö so wollte üel fünf Sposs müter boornün. Oh, da fällt mir ein, Frau Wurm sprang auf, ich glaube, das X-Kleid der Baronin ist hier. SX hatte ein kleines Loch, und ich habe SX zum Reparieren vor einigen Tagen hierher gebracht. Aufgeregt trippelte sie zu dem alten Schrank, der hinter ein paar zerbeulten Rüstungen stand. Ja, ja, da ist es, rief sie und kam mit dem roten Gewand zurück. Es war ohne Zweifel das Kleid, das die Baronin auf ihrem Porträt trug. Oje, sagte Tom. Wem soll das denn passen? Du bist, fürchte ich, zu dick, meine Liebe, sagte Herr Wurm zu seiner Frau. Und Frau Kümmelsaft ist viel zu groß. Tja, die Menschen früher waren wesentlich kleiner, sagte Hedwig Kümmelsaft. Als Geist ist die Baronin viel größer als zu Lebzeiten. Hm. Nachdenklich rieb sie ihre Nasenspitze. Ich fürchte, hier gibt es nur eine Person, die in das Kleid passt. Wieso? Wer denn? Fragte Tom. Du, säuselte Hugo. Wer sonst? Ich. Entgeistert sah Tom die anderen an. Ich. Das soll wohl ein Witz sein. Ich zieh, doch auf gar keinen Fall dieses Kleid an. Natürlich nicht. Hedwig Kümmelsaft schüttelte den Kopf. Ich bin ganz deiner Meinung. Das wäre viel zu gefährlich. Wer kann schon sagen, ob Boccabellas Methode bei allen SPUMIDUVs erfolgreich ist? Und ich möchte dich keinesfalls in einer Wasserflasche nach Hause bringen. Ach nein, das mein ich doch gar nicht, rief Tom. Ich meine doch nicht, dass es mir zu gefährlich ist. Darüber hatte er noch gar nicht nachgedacht. Aber ich kann doch nicht, ich meine. Er wurde knallrot. Ich stell mich doch nicht in so einem Fummel da draußen auf die Zugbrücke. Das. Verlegen rückte er seine Brille zurecht. Das ist mir peinlich. Höhö, kicherte Hugo und tippte Tom einen Eisfinger auf die Nase. Das ist zu ümlich o Elbörn, fündest du nicht. Höhö. Na, du hast gut reden, knurrte Tom. Du flatterst ja ständig in so einem Schlabberdings durch die Gegend. Tja, sagte Frau Kümmelsaft, was dann? Wir haben noch eine halbe Stunde, um uns etwas einfallen zu lassen. Wenn unsere Freundin nicht früher zurückkommt. Und sie wird ziemlich ärgerlich sein, das ist sicher. Alle schwiegen bedrückt. Tom fühlte sich scheußlich. Absolut scheußlich. Ja, ja, schon gut, sagte er schließlich. Ich mach es. Ich zieh das Ding an. Aber ich muss nicht noch eine Perücke oder sowas aufsetzen, oder? Einschlo ihr eins wäre nicht schlecht, säuselte Hugo. Das würde dir wunder vorstehen. Hugo, lass ihn in Ruhe, sagte Frau Kümmelsaft und stand auf. Machen wir uns an die Vorbereitungen. Frau Wurm, können Sie das Kleid so verändern, dass die Baronin es nicht erkennt? Kein X-Problem, sagte Frau Wurm. Gut, sagte Frau Kümmelsaft.
Dann fangen Sie am besten gleich an. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Duell auf der Zugbrücke. Es war kurz vor vier, als Tom mit Frau Kümmelsaft auf die Zugbrücke hinaustrat. Pechschwarz hing die Nacht über der alten Burg, nur der Schnee schimmerte in der Dunkelheit. Es schneite nicht mehr, aber ein eisiger Wind strich um die Mauern und fuhr in den Glockenturm der Kapelle. Unheimlich wehte ihr Läuten herüber, das war das einzige Geräusch in der nächtlichen Stille. Tom schauderte. Er fühlte sich grässlich. Das Kleid der Baronin flatterte ihm um die Glieder, und obwohl er Jeans und Pullover drunter trug, fror er erbärmlich. Auf dem Kopf hatte er einen Schleier, damit die Baronin nicht gleich merkte, mit wem sie es zu tun hatte. Mann, oh Mann, murmelte Tom. Nur gut, dass mich keiner so sieht. Ach, komm, sagte Hedwig Kümmelsaft. In anderen Ländern tragen Männer ständig Kleider, oder? Mach bitte den Spuckenergievisualisator an. Okay. Tom knipste ein Ding an, das haargenau wie eine Taschenlampe aussah. Nur dass es eine seltsam geformte blaue Birne hatte. Langsam ließ er den blauen Strahl über die Brücke wandern. Da, flüsterte er. Da muss es passiert sein. Ganz rechts, am Rand der Brücke, begann der Schnee zu leuchten, als das blaue Licht auf ihn fiel. Er wirbelte hoch und rieselte bläulich schimmernd auf das dunkle Wasser des Burggrabens hinab. Ein leiser Seufzer strich durch die Nacht. Haben Sie etwas gefunden? Rief Herr Wurm. Zusammen mit seiner Frau saß er in einem Ruderboot unter der Brücke. Die beiden hatten darauf bestanden, nun auch bis zum bitteren Ende mit dabei zu sein. Ja, wir haben die Stelle, antwortete Frau Kümmelsaft. Aber nun keinen Laut mehr da unten, verstanden? Sonst greift die Baronin womöglich nach Ihnen und nicht nach unserem gut gekleideten Freund hier. Tom schluckte. Er sah plötzlich bleiche, lange Finger vor sich, die nach ihm griffen. Entschlossen schüttelte er den Kopf. Irgendwas nicht in Ordnung? Fragte Frau Kümmelsaft besorgt. Nein, nein, antwortete Tom. Erste Regel der Gespensterjägerei, stell dir nie zu genau vor, was auf dich zukommen könnte, rief er sich ins Gedächtnis. Entschlossen raffte er das lange Kleid zusammen und stellte sich genau auf die Stelle, an der vorhin der Schnee aufgewirbelt war. Sie leuchtete immer noch, aber als Tom den Spukenergievisualisator ausknipste, verschwand das blaue Licht, als hätte es jemand weggewischt. Komisches Gefühl, dachte Tom. Genau da zu stehen, wo der Tod die Baronin geschnappt hat. Für einen kurzen Augenblick fühlten seine Füße sich ganz heiß an. Frau Kümmelsaft sah auf die Uhr. 4 Uhr? Zeit, dass sie kommt. Bist du bereit? Deine Zähne klappern. Das ist bloß die Kälte, brummte Tom. Gut, dann geb, ich Hugo das Zeichen. Mit einem weißen Taschentuch winkte Frau Kümmelsaft zum Glockenturm hinauf. Dort wartete Hugo auf seinen Einsatz. Hör mal, mein Lieber. Frau Kümmelsaft legte Tom den Arm um die Schultern. Versprich mir, nicht den Helden zu spielen. Wenn dir irgendwas komisch vorkommt, renn weg. Oder spring in den Wassergraben. Versprochen. Tom nickte und blickte hinunter auf das schwarze Wasser. An den Rändern des Grabens bildete sich schon eine Eisschicht. Na, da muss es aber schon sehr schlimm kommen, dass ich da reinspringe, sagte er. Mit dem Kleid würde ich doch untergehen wie eine Bleiente. Kein Wunder, dass die Baronin mit dem schweren Fummel ertrunken ist. Nun, notfalls können die Wurms dich ja rausfischen, sagte Frau Kümmelsaft. Aber ich hoffe, dass solche Maßnahmen nicht nötig sein werden. Boccabella hat mir übrigens berichtet, dass die Stelle, an der der Geist ihn berührt hat, sofort zu prickeln begann. So, als hätte ihn eine Brennessel berührt. Solltest du irgendwas anderes spüren, dann renn, verstanden? Ich warte mit dem Auto am Ende der Brücke. Du musst also nur ein paar Meter zurücklegen, klar.
Ja, klar, sagte Tom. Gut. Frau Kümmelsaft klopfte ihm nochmal auf die Schulter. Ich wünschte wirklich, ich könnte statt deiner hier stehen, aber meine verflixte Länge. Boah, klang es vom Burghof herüber. Das ist der jetzt muss wie eine Burg. Jo, das ist der jetzt muss wie eine, altes mega Ötchen. Och, nun guck doch nicht so böse. Komm schon, hol ihn dir, hol dir den Kohopf, jus poro. Es hat geklappt, flüsterte Frau Kümmelsaft. Hugo hat sie rausgelockt. Also, viel Glück. Dann rannte sie hastig über die Brücke zu ihrem Auto. Tom blieb allein zurück. Der Wind fuhr ihm in das gräfliche Gewand und riss an dem langen Schleier. Tom hörte, wie Hugo näher kam, immer näher. Und er wusste, wer dem MUG folgte, wütend und mächtig von der langen Nacht, die blutige Baronin. Trölö, flötete Hugo und schwabbelte hastig aus dem dunklen Portal in Richtung Burggraben. Hohaol ündür, kröfün. Unter seinem bleichen Arm klemmte wieder der Kopf des Burggespensts. Mit einem fiesen Grinsen schwebte Hugo hinauf zu den Zinnen der Burgmauer und zwinkerte Tom von oben zu. Seine giftgrünen Augen leuchteten wie die einer Eule in der Dunkelheit. Hugos Verfolgerin ließ nicht lange auf sich warten. Mit einem grässlichen Kreischen kam die kopflose Baronin auf die Brücke geschwebt. In ihrer Wut flackerte sie so hell, dass das Wasser des Burggrabens silbern schimmerte. Suchend tasteten ihre Arme durch die kalte Luft. Hugo schwebte lautlos zu ihr hinab und setzte ihr den Kopf wieder auf den Hals. Verkehrt herum. Dann schwebte er schleunigst zurück auf die Burgmauer. Ah, 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 heulte die Baronin. Du wunderlicher Witzbold. Wütend nahm sie ihren Kopf ab und setzte ihn richtig herum wieder auf. Wie er schwinde endlich ihr Zweig. Hier ist kein Platz für zwei i drei Geister, haiö. In dem Moment erblickte sie Tom. Wie erstarrt hielt sie in ihrer Bewegung inne. Ihre Augen traten fast aus den dunklen Höhlen. Wahrhaft furchterregend sah das aus. Du, hauchte sie drohend. Woher bist du denn? Tams Zähne klapperten wie eine alte Schreibmaschine. Ärgerlich biss er sie zusammen. Langsam schwebte die Baronin auf Tom zu. Sie war immer noch gewaltig groß. Tom reichte ihr kaum bis zum Bauchnabel. Was willst du jetzt wie er? Zischte sie. Das ist mit Zwien Refier, verstanden? Tom atmete ganz tief durch. Bisher klappte ihr Plan. Jaspara ahnte nicht, wer da vor ihr stand. Und sie war wütend. Das machte sie blind. Hallo, Jaspara, flötete Tom mit hoher Stimme. Scheußlich zwiehst du aus. Scheußlich wie zwei immer. Verdammt, war das schwer, wie ein Geist zu reden. Was, kreischte Jaspara. Was sagst du da, du krone öten Gesicht. Jaspara stand jetzt so nah vor Tom, dass er sie hätte berühren können. Ihr schauriger Muttergeruch nahm ihm fast den Atem. Aber wenn er auch nur einen Schritt von der Stelle wich, an der Jaspara damals das Schicksal ereilt hatte, dann war alles verloren. Also nahm Tom allen Mut zusammen und reizte sie noch mehr, du Ekelpaket, rief er mit hoher Fistelstimme. Du altes Scheusal. Da packte die Baronin zu. Sie ergriff Tams Schleier und riss ihn ihm mit einem Ruck vom Kopf. Ah! Überrascht fuhr sie zurück. Was zwist das? Was soll das? Welches Spiel hier treibst du, Juju kleiner Knitzwirps mit Mitzwierer? Mit Mitzwierer, Jaspara von Duhusterberg zu Hoher Krötenstein. Was sollte Tom darauf antworten? Dass er sie vernichten und in wabernden Nebel verwandeln, jetzt ist es aus, dachte er, und ich steck, in diesem verdammten Kleid. Na ja, wenn sie ne Pfütze aus mir macht, ist das auch egal. Lauf, Tom, rief Frau Kümmelsaft ihm durch das offene Autofenster zu. Schnell. Aber Tom dachte gar nicht daran.
Dieser Boccabella war schließlich auch nicht weggerannt. Stattdessen rief er mit bebender Stimme: Verschwinde hier! Seinen Kopf musste er in den Nacken legen, um der Baronin in die bösen roten Augen zu sehen. Verschwinde! Als Mensch warst du schon ein Scheusal, aber als Gespenst bist du wirklich das Allerletzte. So, heulte Jaspara und beugte sich über ihn. Tom erstarrte. Ihm wurde so kalt, dass er kaum noch etwas spürte. Den Wind nicht, die Angst nicht und schon gar nicht seine Füße. Frau Kümmelsaft sprang aus dem Auto und kam auf sie zugerannt. Aber kurz vor der Brücke rutschte sie auf einer vereisten Pfütze aus und plumpste kopfüber in den Burggraben. Hierher, hörte Tom Herrn Wurm rufen. Hierher, Frau Kümmelsaft. Die blutige Baronin beachtete den Tumult im Burggraben gar nicht. Sie hatte nur Augen für Tom. Immer tiefer beugte sie sich über ihn, mit einem Lächeln, das so abgrundtief böse war, dass Tams Zähne wieder unkontrolliert zu klappern begannen. Luos Üün, heulte Hugo plötzlich. Blau vor Wut schwabbelte er von der Burgmauer herunter. Los Üün 2 Ruhe. Ach. Maaxt du den Kleindreinen, hauchte Jaspara boshaft. Da ans zweimal, war's ich mit ihm Marchee. Wieder versuchte Hugo, nach ihrem Kopf zu greifen, aber diesmal war Jaspara auf der Hut. Heulend wirbelte sie herum, holte Luft und pustete das MUG in den nächsten Baum. Na toll, dachte Tom, vielleicht sollte ich jetzt auch verschwinden. Aber seine Beine bewegten sich nicht von der Stelle. So, heulte die blutige Baronin und funkelte ihn mit ihren roten Augen an. Diese Augen hatte er schon bei seiner Ankunft auf der Burg gespürt. Jetzt wie zwieder zu Odier, Bürerschchen. Wieder lächelte sie ihr abscheuliches Lächeln. Auf Schlüereffen werde ich die Zwieg, hauchte sie. Ah, das wird mir schmähen. Dann streckte sie ihre Hände aus. Wie die Krallen eines Raubvogels schlossen sich ihre bleichen Finger um Tams Arme. Dabei berührten sie auch das Kleid, jenes Kleid, das ihren menschlichen Körper gewärmt hatte. Vor vielen hundert Jahren. Tom spürte das Prickeln sofort, genau wie der berühmte Boccabella es beschrieben hatte. Kreischte Jaspara, und ihr Schrei klang so furchtbar und durchdringend, dass Tom sich die Hände auf die Ohren presste. Aber das grässliche Zischen hörte er trotzdem, das Zischen, mit dem Jaspara sich auflöste. Ihr ganzer Körper wurde zuerst durchsichtig wie Milchglas. Dann zerriss er wie zerschlissenes Tuch und trieb mit dem Wind davon. Urlaubsreif, Tom, rief Frau Kümmelsaft unter der Brücke. Tom, wo bist du? Alles in Ordnung, rief Tom, obwohl sich seine Stimme ganz und gar nicht so anhörte. Bravo, rief Hugo von seinem Baum herunter. Ö1 hat zu verdumpft, vollkommen verdumpft. Tom ging mit zitternden Knien zum Brückengeländer und sah hinunter. Oh, sehr erfreut, Sie zu sehen, junger Mann, rief Herr Wurm und hielt seine Laterne hoch. Neben ihm saßen seine Frau und die tropfnasse Frau Kümmelsaft. Es war so ein furchtbarer X-Lärm da oben, rief Frau Wurm. Wir haben uns X wirklich Sorgen gemacht. Sie ist weg, sagte Tom. Aufgelöst, weggeweht, futsch. Professor Boccabellas Methode hat prima funktioniert. Mein lieber Tom, sagte Frau Kümmelsaft und putzte sich die tropfende Nase. Mein lieber Tom, du bist ein haarsträubend verwegener Mensch. Wie konntest du nur so seelenruhig dastehen bleiben, als sie dir den Schleier wegriss? Nein, sowas. Och, na ja, murmelte Tom verlegen. War halb so schlimm. Halb so schlimm, rief Frau Kümmelsaft. Das war das leichtsinnigste, verrückteste und mutigste, was ich je an Gespensterjägerei gesehen habe. Mein altes Herz ist mir fast stehen geblieben. Und dann falle ich auch noch in den Wassergraben. Eine unglaubliche Blamage. Kopfschüttelnd sah sie an sich herunter. Nun ja, Schnee von gestern.
Vielleicht sollte ich diesen nervenaufreibenden Beruf aufgeben und meine Memoiren schreiben. Was? Tom musste furchtbar niesen. Oh nein, bitte nicht. Aber könnten wir jetzt vielleicht ins Warme gehen? Wenn meine Zähne noch länger klappern, fallen sie mir bestimmt aus. Ja, natürlich, rief Herr Wurm. Sofort? Auf der Stelle. Allerdings. Er räusperte sich verlegen. Allerdings habe ich vor Schreck die Ruder ins Wasser fallen lassen. Könnte Herr Hugo uns wohl liebenswürdigerweise ans Ufer ziehen? Hugo konnte, und während Tom sich vor dem Kamin erstmal aufwärmte, bereitete Frau Wurm in der Burgküche ein wunderbares Frühstück vor. Draußen dämmerte ein kalter grauer Morgen herauf, aber in der riesigen Küche war es gemütlich und warm. Es duftete nach heißem Kakao und gebratenen Eiern, und Tom fühlte sich von den Zehenspitzen bis zum Scheitel außerordentlich wohl. Wie Helden sich ebenso fühlen. Sie alle saßen zusammen an dem großen Holztisch, an dem früher die Dienerschaft der Burg gesessen hatte, aßen arme Ritter, Rosinenbrötchen mit Erdbeermarmelade und Eier auf gesalzenem Toast. Ja, und Hugo schilderte noch einmal auf höchst eindrucksvolle Weise, wie Tom der grässlichen Baronin den Garaus gemacht hatte. Schließlich hatte das MUG von seinem Baum aus eine erstklassige Sicht auf das Geschehen gehabt. Jugdrünkö auf Tom Tamski, säuselte Hugo und hob sein Glas. Dünnbüstön Geustör für du empför olör zu itön. Ach, hör schon auf, murmelte Tom und wurde so rot wie eine Kirsche. Aber Hugo war noch nicht fertig. Und durch Trünkö, fuhr er fort und schlürfte etwas von dem Eiswasser, das Frau Wurm ihm hingestellt hatte, durch Trünkö auf du Bluhutükö boornün. Sie war ein wirklich gern subschulichös schuislichös gespenst. Und so hörlich humorlos. Er kicherte hohl. Konnte ü überhaupt koinön Sposs verstöhn, nur ihn, überhaupt nicht. Ich fand es auch nicht gerade spaßig, wenn mir jemand dauernd den Kopf abpflücken würde, sagte Tom und schmierte sich Butter auf das vierte Rosinenbrötchen. Vom Geisterjagen bekam er immer riesigen Hunger. Nur ihn, fragte Hugo. Nu, so wös. Und schwupps hatte er Tom die Brille von der Nase gepflückt. Hugo, stöhnte Tom. Hör auf mit dem Mist. Gib mir die Brille wieder. Nur ihn. Hugo schwabbelte kichernd unter die Decke. Nur, wenn du das Kloid noch mol anzüßt. Du sost o in fort zu süß do rün as. Frau Wurm, sagte Tom, könnten Sie mir wohl ein paar Reueier bringen? Schon gut, säuselte Hugo und kam hastig wieder heruntergeschwabelt. Wie alle MUGs packte ihn schon beim Anblick eines rohen Eis das nackte Entsetzen. Ärgerlich setzte er Tom die Brille wieder auf die Nase. Also ich glaube, sagte Tom mit einem tiefen Seufzer, ich glaube, ich habe von Gespenstern erstmal die Nase voll. Wie wär's, wenn Kümmelsaft und Co. einige Tage Urlaub machen würden? Geht nicht, sagte Frau Kümmelsaft. Ich habe für nächste Woche schon einen Auftrag angenommen. Ein STI-Klogei in einer Schule. Aber ich kann das auch mit Hugo allein erledigen. Nein, nein, schon gut, sagte Tom. STI-Klogeis sind harmlos. Außerdem brauch ich noch eins für mein zweites Gespensterjäger-Diplom. Was x, bitte, ist ein STI-Klogei? Fragte Frau Wurm. Ein stinkender Klopfgeist, sagte Tom. Lästig, aber harmlos. Und dömlich, säuselte Hugo. Furchtbar dömlich. Frau Kümmelsaft nickte. Ziemlich. Aber ich verspreche dir, mein lieber Tom, dass wir danach 2 Wochen Urlaub machen, einverstanden? Einverstanden, sagte Tom und dachte, dass 2 Wochen ganz ohne Geister vielleicht doch etwas langweilig wären. Die Autorin Cornelia Funke wurde 1958 in Dorsten, Westfalen geboren. Nach dem Abitur studierte sie Pädagogik und arbeitete dann mit vielen wilden Kindern auf einem Bauspielplatz in einem Hamburger Neubauviertel.
Zusätzlich studierte sie an der Fachhochschule für Gestaltung Buchillustration. 1987 machte Cornelia Funke sich selbstständig und schreibt und illustriert seitdem Kinderbücher.